nicht nur ein Gedanke, kreist häufig in deinem Kopf. Nein, manchmal sind es recht viele Gedanken, die alle zusammen in deinem Kopf herumschwirren. Vielleicht auch jetzt. All diese Gedanken fordern ihr Recht und wollen gehört werden. All diese Gedanken rufen dir auf einmal etwas zu. Doch du kannst nicht alle auf einmal verstehen. Und eigentlich bist du ja hier, um dich zu entspannen. Und ausnahmsweise mal nicht, um deinen Gedanken beim Rasen und Kreischen zuzuhören, sodass jeder Gedanke von dir früher oder später dazu führen kann, dass du noch tiefer und noch weiter in diesen angenehmen, wunderbaren Zustand stell dir mal deinen Kopf vor. Wie er ganz entspannt ist. Nun stell dir deine ganzen Gedanken als bunte Kugeln in deinem Kopf vor. Stell dir vor, wie sie kreisen und einige von ihnen sogar rasen. In allen Farben des Regenbogens. Und nun suche dir eine Kugel aus, die dem Gedanken entspricht, der dich wirklich tief in einen angenehmen, wundervollen Zustand führt. Stell dir vor, wie plötzlich alle anderen Kugeln sich plötzlich auflösen und nur diese eine Kugel übrig bleibt in deinem Kopf, in dieser wundervollen Farbe der Entspannung. Kannst du sehen, wie diese Kugel sich langsam ausdehnt? Kannst du spüren, wie mit jedem Atemzug dieses Gefühl des Loslassens im Freien ist? Möglicherweise kannst du sogar jetzt genau wahrnehmen, wie die Kugel mit deinem Körper eins wird und sich mit jedem Atemzug weiter in dir ausbreitet. Komm für mich von überall. Wie stark spürst du es? Ich öffne mich. Manchmal können gewisse Dinge auch ganz einfach sein. Die Liebe ist fester Bestandteil meines Lebens. Den tiefen Atemzug der guten Gefühle, die Liebe, den du vielleicht unbewusst schon vor einigen Momenten gemacht hast, kannst du nun möglicherweise noch einmal ganz sicher für mich wiederholen, Liebe zu fühlen. Du kannst noch vielleicht
die Atmosphäre des Raums wahrnehme, was dafür sorgen kann, dass du plötzlich dein Inneres mehr und mehr wahrnimmst, um hier auf dein ganz eigenes Geheimnis des Glücks, ich fühle mich wohl, und der Heilung deines gebrochenen Herzens stoßen kannst. Ich liebe mich. Denn dies bewährt den Schlüssel finden. Zu deinem Glück. Ich liebe, das ist dein Leben. Ich liebe. Und ich wärst du, du liebst sehr dich. Erstaunt, wenn du dir Liebe ist die Basis all deiner Emotionen. Ganz besonderen Zustand erlauben würdest. Es ist sicher für dich, Liebe zu fühlen. Im nächsten unbewussten du bist Moment mit allem verbunden. Genau diesen angenehmen Zustand für Liebe und Freude noch zu vertiefen in deinem Leben. Das denn während du der Entspannung noch weiter deine Liebe zu dir selbst in alle Teile all deine Beziehungen deines Körpers. Es ist sicher für dich, Liebe fließen zu fühlen lassen. Du drückst deine Liebe auf sehr positive Art und Weise aus. Dein großes Herz. Das in Alt und Zeit liebenswert, jetzt und auch jetzt. Das Organ der inneren Wahrheit wert, genannt wurde, und immer. Mit dem die energiereichen Stoffe des Lebens Freude transportiert werden, du sodass es beruhigend Glück und gute Gefühle in dir schlägt. Dass du, wenn du in wenigen Momenten genau darauf achtest, sich dieses Gefühl, dieses gute Gefühl des Lockerns, des Loslassens, tief in dir und die guten Gefühle kommen für mich in deinem auf dein eigenes Erleben auswirkt. Die Liebe ist fester Bestandteil. Viele Menschen erfahren gerne in einem solchen Zustand jene Ruhe, die durch weiteres bist du an einen Ort gelangst, Liebe, an dem du dich sicher und geborgen fühlst. Dieser Ort, Liebe, den du aus einer Zeit kennst, in der ihr dir ganz viel Sicherheit und Geborgenheit spendete, wie aus meinem Herzen. Und vielleicht fällt es dir ganz leicht.
am Schmerz der Gefühle. Dass du etwas in Händen hältst, das für manche ein Symbol, das für manche eine dunkle Kugel oder vielleicht für dich etwas völlig anderes ist, welches dein an dem sich deine Gefühle verwandeln, an dem sie umprogrammiert werden, an dem etwas geschieht, das etwas in dir bewirken wird, von dem du noch nicht wusstest, dass du es bereits in dir trägst, das zum einen Heilung geschieht jetzt und auf der anderen Seite endlich jener Teil von dir ist, der offen ist für eine Beziehung, die du dir schon immer, tief aus deinem Herzen jetzt. Ich fühle mich wohl, genau jetzt, in meiner Liebe, auf den Weg gebracht. Denn ein Mensch ändert sich vielleicht doch, ich werde von heute auf morgen, zumindest so, ich bin liebenswert, ich liebe, dass du von nun an einen Kompass in dir trägst, der dich genau zu der Person führt, die dir gut tut, an der du wachsen kannst und ihr gemeinsam mit Liebe eine harmonische
Einheit bildet. Ich lasse Verschauen. Verletzungslos. Da kommt das Etwas. Das zurück zu dir. Schau genau hin, wie es sich verändert hat, wie all das, was es in sich trug, abgefallen ist und es jetzt aufgeladen ist mit eben jener Liebesenergie, jenen Wünschen, jenen Träumen, jenem perfekten Bild, der von dir so ersehnten Beziehung, der perfekten Beziehung, so dass du, ganz egal, ob du nun alleine lebst und leben möchtest oder auf der Suche nach einem neuen Partner bist, dich selbst umarmen kannst, dir selbst genug bist, sodass dein Herz auch für andere Menschen geöffnet ist und du dein Leben lebst, so wie du es für dich am besten fühlen kannst. Denn deinen Schlüssel der Weisheit hast du gefunden. Ein neuer Abschnitt beginnt. Bist du bereit, ihn mutig zu gehen? Bist du bereit, ihn zu leben? Wähle einfach deinen persönlichen Weg. Auf dem du dich sicher und jederzeit geborgen fühlen kannst. Erinnere dich an, kannst du schon sehen, wie deine neu ausgerichtete und befreite Zukunft aussieht. Schau durch das Fernglas der Veränderung. Schau, wie in naher und in ferner Zeit dein Schicksal sich zum Positiven verändert hat, weil du jetzt bewusst oder unbewusst die Kunst des Herzens intuitiv verstanden hast. Genieße den Blick durch das Fernglas der Zukunft und male dir aus, welche jetzt noch spannenden und tollen Dinge in deinem Leben passieren werden. Mal dir die Zukunft in allen Farben deines Regenbogens aus. Gestalte sie in dir, wie du magst. Denn du bist der Meister deines eigenen Erlebens. Und jetzt kannst du langsam, ganz langsam, wieder hierher zurück.